Wohl! Weg! Wohl! Weg! Wir versuchen, das Vorstark nochmal neu, anders improvisiert zu reparieren. 14. 14,5. 15. Noch nicht ganz, ein ganz kleines Stückchen. Hol! Weg! Na? Hol! Weg! Lass mal gucken. Oh ja. Ja, weil. Hast du was gemerkt? War dein Zeh dazwischen? Mein Zeh war nicht dazwischen. Oh, zweiter Versuch mit unserem Vorstark. Gestern ist leider dieser Softschäkel da durchgerutscht. Und somit passte wieder die Länge des Vorstags nicht. Müssten wir alles wieder rausmachen. Jetzt lösen wir wieder die Achterstagen. Hier, dieses Dream Team. Hier gibt es nur Dream Teams. Und dann haken wir das vorne ein, setzen das Segel und auf geht's. Hol! Weg! Hol! Weg! Okay, das bist du rein. Also seit 5 Tagen liegen wir hier an der Pier und jetzt wird das Ablegen vorbereitet. Der Motor läuft, das Vorstark ist notdürftig repariert. Und ich glaube, 5 Tage sind zu wenig, weil ich bin schon fast 2 Wochen hier. Okay, naja, auf jeden Fall lagen wir sehr lange hier. Zu lange. Glitzer kommen die beiden Ladies vom Einkaufen. Dann wollen wir heute den Anker lichten, noch ein bisschen in die Südseite von dem Atoll Makemo fahren und dann geht's nach Tanea. Da sind sie. Mal schauen. Oh, hervorragender Anleger. Ja, ich hab's gut. Ich habe nämlich jetzt 2 im Ausguck. 2 mit 4 Guck. So. Hat sich Eike drauf. Unser Ankerschwimmer ist im Wasser. Ist das geil? Unsere neue Solarpaneele von Sunware. Wie ihr gesehen habt, hat sich die alte aufgelöst. Das heißt, die ganzen Nähte hier um die Paneele rum sind alle weg. Und jetzt hat sich die Firma Sunware bereit erklärt, hat uns eine neue Paneele zusammengenäht mit Spezialgarn, was super UV-beständig sein soll. Und das haben wir jetzt bekommen zum Testen. Da werden wir weiter berichten, ob sich das auch bewährt und es viel länger hält. Da ist sie! Schön verpackt in den Tisch. Sehr schön. Und die Kira, die hat die im Flieger mitgebracht. Ja. Unser Solarpanel, wo sich ja die Nähte aufgelöst haben, wird jetzt demontiert. Hab ich. Alle schon? Ja. Auf einer Seite auch? Ja. Ja, super. Fertig. Dann kannst du mal den anderen kontrollieren, hier, da. Ja, warte, ich bin schon dabei. So viel zum Reparieren an den schönsten Orten der Welt. Ja, dann hängt man halt mal ein bisschen auf den Baum ab, ne? Das ist unsere niegelnagelneue Solarzelle.
von Sunware. Wir werden jetzt mal testen, wie lange diese Nähte jetzt hier halten. Die kann man jetzt schön auf dem Bimini verklipsen. Da sieht man, wie das geht, wenn man noch 20 Jahre jünger ist als ich. Wenn ihr euch erinnert, wie ich da drauf rumgerobbt bin. Perfekt. Heute machen wir einen kleinen Landausflug. Wir wollen uns mal ein paar Kokospalmen angucken und die Strände. Wir haben Flut. Irgendwann wird es also wieder Meerwasser werden, aber erst einmal ist es sehr wenig und somit müssen wir das Ding, die wir durchs Wasser ziehen, um zum Strand zu kommen. Geniales Wasser. Wunderschön. Sehr gut. Darf ich jetzt? Bitte. Oh. Ging ja flott. Ist aber schwer. Schwer, ja? Aber da ist ganz viel drin. Oh ja. Und schon sind wir auf dem Mond. Fehlt nur noch die Fahne. Ja, Fahne haben wir vergessen. Oh. Jetzt geht es hier also zur Außenkante des Riffs. Und ihr seht, auch hier ist die Zivilisation mit ihrem Plastikmüll angekommen. Wieder ein Appell, bitte Leute, seht zu, dass ihr nicht so viel Plastik benutzt und es einfach irgendwo wegschmeißt. Guckt euch das an. Wahnsinn. Dann pass mal lieber auch auf die Haie auf. Wir haben den Pool entdeckt. Super. Schön warm. 32 Grad. Und kein Mensch da. Glaube ich, erreiche bald das rettende Ufer. Jawohl. Und während wir uns um das Motu quälen mussten, hat die Annette hier den ganzen Strand für sich alleine genossen. Und ich glaube, sie war beim Boot und hat eine ganze Kühltasche voll Bier geholt. So, wir machen Schinken. Also die Mama macht Schinken und ich gucke zu. Wir haben ein schönes Stückchen Rindfleisch gekauft. Das wurde jetzt von den Sehnen und dem Fett befreit. Sieht ein bisschen zerfleddert aus, ist aber nicht schlimm, wird ja später gewickelt. Jetzt kommt da noch ein bisschen Salz dazu und Kräuter und dann schauen wir, wie es weitergeht. Salz und Zucker, ne? Mhm. Soll dann dem Schinken die Flüssigkeit entziehen, damit wir den besser trocknen können. Der kommt dann jetzt erstmal für 4 Tage in den Kühlschrank. Oder ein bisschen mehr. Da darf er dann jeden Tag auf einer anderen Seite liegen. Dass er nicht wund liegt, ne? Damit er nicht wund liegt, genau. Die
selbstgepflückte Kokosnuss. Sehr süß. Kira, was isst du denn aber da jetzt? Ja auch Kokosnuss. Also noch nicht, weil noch geht's nicht. Ah, jetzt habe ich. Das nehme ich eine ganz junge Kokosnuss und da ist das Kokosfleisch noch. Ganz wabbelig. Ganz wabbelig. Wow. Juni. Es geht raus aus Makemo. Ich glaube, wir haben wieder die gute Zeit abgepasst. Also das haben wir natürlich geplant. Wir haben ungefähr 0,8 Knoten mit Strömung. Also wir werden rausgeschoben. Bye bye Makemo. Hier sieht man ganz gut, dass es hier Verwirbelungen gibt. Das Boot fährt von links nach rechts, weil da wahrscheinlich die Strömung immer wieder dran schuld ist. Zum Sonnenuntergang runden wir die Nordecke von Makemo. Vor uns die Anixen am herrlichen Sonnenuntergang. Bye.